dan, Danilo, konzultacija moje ime. Zdi se, da je denar tako, kot je bil nekoč postavljen, da je to nekaj, nekaj stalnega, denar, obresti, denar, ki omogoča, da tisti, ki imajo denar, ga imajo potem vedno več. Kako vi gledate na neki možni razvoj denarja in če morda poznate te različne alternativne valute, kot so recimo lokalni denar in podobno, a vidite neko možnost, neko prihodnost razvoja denarja tudi v tej, bi rekel, alternativni smeri? Und es wird heute oft diskutiert, ob man die ganze Zinswirtschaft abschaffen soll und zur Tauschwirtschaft zurückkehren soll. Danas je dosti krat se razpravlja o tem, ali naj vso to denarno, obrestno zadeve ukinemo in se vrnemo na trgovino izmenjave. Aber das ist natürlich kein realistischer Weg. To seveda ni realistična pot. Aber in der Bibel wird ja auch der Zins verboten, wenn man damit wuchert. Tudi v Svetem pismu so obresti prepovedane, če z njimi pretiravamo. Aber Jesus erzählt im Gleichnis von Talenten, hättest du wenigstens dein Geld auf die Bank gebracht, dann hättest du Zinsen gebracht und ich hätte es mit Zinsen abheben können. Tudi Jesus reče v priliki, če bi ti vsaj denar odnesel na banko in dobil obresti, potem bi imeli zdaj vsaj obresti. Also Jesus hat keine Probleme mit Zinsen. Jesus nima problemov z obrestmi. Aber es muss gerecht sein. Toda morajo biti poštene. Zinspolitik ist eigentlich eine Win-Win-Situation, dass beide gewinnen. Problem pri obrestih je v tem, da obe strani imasta dobiček. Die Firmen? Die Firma braucht Geld, um produzieren zu können. Ich gebe ihnen Geld, gehe ein Risiko ein, ob sie mit dem Geld gut umgeht. Und sie zahlt mir dafür Zinsen. Und ohne Ich habe etwas, um mein Geld zu vermehren, und die können etwas tun mit ihrem Geld, aber sobald ich ungerecht arbeite oder nicht verantwortlich mit dem Geld umgehe, dann wird es natürlich problematisch. Ja, sie haben sicher Budget, aber ohne obračajo denar. Če pa so nepošteni, potem pa pride do problemov. Das ist für mich kein Problem. Das Problem der heutigen Finanzwirtschaft ist... To zame ni problem. Problem današnjega finančnega gospodarstva je... Dass viele Finanzgeschäfte von der realen Wirtschaft total abgekoppelt sind. Da so mnoge finančne poslovanja popolnoma odtrgana od... realnega gospodarstva. Da wird nur spekuliert und Blasen aufgeblasen, Luftblasen, und damit wird ganz viel bewegt, aber es ist keine reale Wirtschaft und damit kann Wirtschaft kaputt gemacht werden. To so samo milni mehurčki, ki se napihnejo in s tem se dela in to je škodljivo. Und das Bild der Blase, je größer ich die Blase aufblase, desto leichter platzt sie. Und das hängt wieder mit der Gier zusammen, dass man immer gieriger wird und das ist ein Schaden für die Wirtschaft. In to je povezano s požrešnostjo in večja pa je požrešnost, to je škoda za gospodarstvo.
benediktinstvo razvili svoj model gospodarstva, ki bo danes lahko tudi rečemo, da ima trajnostne elemente, to pomeni, da z nekimi sodobnimi besedami izražamo vrednote, ki ste jih v svojem gospodarstvu razvili. Ne slišite? Ne, odneva preveč. Pravim, da ste benediktinci so razvili svoj model gospodarstva skozi več stoletij. Danes imamo, davno imamo te vrednote, ki so jih benediktinci v svojem gospodarstvu razvili, rečemo tudi lahko moderno, trajnostne vrednote. Me pa seveda zanima, ker je v Evropi trenutno zelo popularno socialno podjetništvo, pa tudi v Sloveniji se je začelo razvijati, ali najdemo kakšne sporednice z vašim gospodarskim modelom v benediktinskih samostanih in če ga, potem bi morali pravzaprav v Evropi reči benediktinska podjetja, ne pa socialna podjetja. Gut, wir haben nicht den Anspruch, dass wir die Lösung für die ganze Welt haben. Wir haben nicht den Anspruch, dass niemamo, ne želimo imeti Modell für cel svet, also ves svet. Aber für mich ist ganz wichtig, dass wir versuchen, ein Wirtschaftsmodell zu zeigen, das menschlich ist und das auch der Schöpfung gerecht wird. Deswegen das nachhaltige Wirtschaften, das die Ressourcen der Schöpfung schont und das auch die menschlichen Ressourcen schont. Mi želimo pokazati model, ki je pravičen, ki je tudi v skladu z stvarstvom in ki varuje resurse stvarstva in človeka. Ich bin seit 35 Jahren Veteran und mir war wichtig, eine Atmosphäre des Vertrauens zu schaffen, wo die Menschen Lust haben zu arbeiten. Ja, ich bin 35 Jahre Veteran und mir war wichtig, eine Atmosphäre des Vertrauens zu arbeiten, wo die Menschen Lust haben zu arbeiten. Natürlich braucht es zugleich gute Strukturen, damit effektiv gearbeitet werden kann. Seveda potrebujem dobre strukture, da se efektivno dela. Und es freut mich, dass heute viele Manager die Regel des Heiligen Benedikt lesen. In veselime, da mnogi menedžerji danes berejo pravila svetega Benedikta. Und es gibt inzwischen viele Kurse führen nach der Regel Benedikts. Je mnogo tečajev, ki so vodeni po pravilih svetega Benedikta. Und die Kurse werden nicht nur von Mönchen gehalten. Te tečaje ne vodijo samo redovniki, sondern von evangelischen Theologen und von vielen Unternehmensberatern. Temveč tudi evangeličanski teologi in mnogi svetni svetovalci. Ich habe jahrelang mit Trainern, Unternehmenstrainern zusammengearbeitet, die alle aus diesem Geist Benedikts versucht haben, die Firmen zu beraten. Jaz sem mnogo let delal s takimi ljudmi, ki so poskušali duhu pomagati tem menedžerjem, podjetjem. Podjetjem. Ja, po Benediktovem pravilu. Das freut mich. Heute hat die Kirche mehr Einfluss auf die Wirtschaft als vor 30 Jahren. Veseli me, da ima danes cerkev več vpliva na gospodarstvo kot pa pred 30 leti. Vor 30 Jahren haben die Theologen die Manager beschimpft als Kapitalisten. Pred 30 leti so teologi označili menedžerje za kapitaliste. Damit schaffe ich nur eine Trennung und kann aber nichts verändern. S tem ustvarim samo ločitev, ločilno steno in ne morem nič reševati. Indem die Manager neugierig sind auf die Regel Benedikts, kann auch etwas in Bewegung kommen. S tem, ko so menedžeri radovedni na Benediktova pravila,
lahko tudi nekaj pridobi. Kaj? Ali pa si bevegu kom? Aha, lahko se nekaj spremeni. Prespremeni ali gre naprej. Ein Beispiel für den Finanzvorstand von Daimler einen Kurs gehalten. In za finančnega predstojnika Daimlera sem imel tečaj. Die haben hohe Ideale auf ihren Leitbildern, haben sie geschrieben, Integrität, Achtung der menschlichen Würde. Oni imajo visoke cilje, napisali so Integrität in visok in und Achtung der menschlichen Würde. In spoštovanje človekovega dostojanstva. Aber ich habe Ihnen über die Sprache gesprochen, dass die Sprache das Kriterium ist, ob wir glauben oder nicht. Govoril sem jim o govoru, o jeziku, da je jezik tisti, ki pove, ali verujemo ali ne. Und in vielen Firmen wird eine kalte Sprache gesprochen, eine aggressive Sprache. V mnogih podjetjih govorijo hladni jezik, agresivni jezik. Jesus hat eine Sprache, die aus dem Herzen kommt. Die Jünger sagen, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete. Jesus je imel, je govoril iz srca. Und da ist ihnen aufgegangen, wir wollen Werte leben, aber unsere Sprache ist völlig wertlos oder ja, ist unchristlich. Takrat se jim je zasvetilo. Mi želimo živeti vrednote. Toda naše govorenje, naš jezik je nekrščanski, hladen in nekrščanski. Gerade die Frauen haben sehr kritisch angemerkt, die Sprache, die ich in meinen Mails bekomme, die ist, hat nichts mit Menschlichkeit zu tun und nicht mit, mit Achtung der Würde. Prav žene so spoznale, da jezik, ki ga govorimo, ni človeški, nima odnosov z človečnostjo. Ja, nicht mit Würde, mit der Achtung der Würde. Ja, mit spoštovanjem. Niso prepoznali spoštovanja v jeziku. Natürlich ändert sich da nicht sofort alles, aber da ist ein Prozess in Bewegung gekommen, die Sprache zu verändern und dadurch das Miteinander zu verändern. Gotovo se vse naenkrat ne spremeni, ampak prišel je proces, da je treba spremeniti govorenje, torej jezik in medsebojne odnose. Und diese Hoffnung habe ich schon, dass langsam so wie ein Sauerteig hineingelegt wird, der etwas verändert in den Firmen. In to upanje imam, da je to kot kvas v testu, ki položen, kvas položen v testo, ki počasi spreminja. Ja. No. Naslednje vprašanje. Ti še imaš, da pa sem pride, ne, spet tam. Mene samo zanima, kaj ste se pa vi kot redovnik menih naučili od Ich habe von den Managern gelernt, dass die guten Gedanken auch umgesetzt werden müssen in konkrete Strukturen und in konkrete Zahlen. Od menedžerjev podjetnikov sem se naučil, da je treba dobre misli predstaviti, prevesti v denar in v številke denar. Weil wir versuchen nachhaltig zu wirtschaften, Gott sei Dank haben wir in 6 Jahren auch ganz viel erreicht. Želimo dobro gospodariti in smo hvala Bogu v 6 letih tudi nekaj dosegli. Aber ich habe bei Puma einen Tag mitgearbeitet und eine Vorstandssitzung miterlebt. Jaz sem pri podjetju Puma. Puma. Ja, sodeloval in sem doživel sestanek predstojnikov
Und da hat mich fasziniert, wie konkret die Ziele gesetzt haben. Nächstes Jahr muss 30% der Energie eingespart werden. Zanimivo je bilo, kako so si cilje postavili. Naprimer, naslednje leto je treba 30% energije zmanjšati. Was heißt das für die Produktion, was heißt das für den Transport, was heißt das für Marketing, was heißt das für die Verpackung? Es war ganz konkret und ich denke, das ist wichtig. In der Kirche sind wir oft zu idealistisch, aber zu wenig konkret. In to je bilo zelo konkretno. Kaj to pomeni za transport, kaj to pomeni za marketing, kaj to pomeni za razne te dejavnosti v podjetju. V cerkvi pa smo včasih nekonkretni. Ne? V oblaki. Prosim? V oblaki. V oblaki, ja. Jaz bi pa želela si malo potešiti radovednost in bi vprašala, koliko benediktinskih samostanov je v Nemčiji in ali so vsi tako uspešni kot vaš. In za drugo še. Ali so vsi tako uspešni samostani benediktinci v Nemčiji kot ste vsi? Es gibt etwa 20 Benediktinerklöster. Und jedes Kloster ist ja selbstständig. In den letzten 5 Jahren haben 4 Klöster geschlossen. Ein Kloster oder 2 Klöster hatten zu wenig Nachwuchs und waren nur noch ein paar Leute. Ein Kloster hat Insolvenz beantragen müssen. Sie haben schlecht gewirtschaftet. Und hatten auch nicht die spirituelle Kraft, wieder neu anzufangen. In tudi niso imeli moči, da bi znova začeli. Für mich ist eine gesunde Spiritualität, muss ich auch ausdrücken, einen gesunden Wirtschaften. Zame je zdrava duhovnost v zdravem gospodarstvu. Denn manche meinen, genügt fromm zu leben, das andere Geld wird schon irgendwie kommen. Nekateri mislijo, da če živijo pobožno, denar ostalo bo pa prišlo. Und sie beachten nicht die irdische Wirklichkeit. In ne upoštevajo svetno resničnost, zemeljsko resničnost. Das Lukas-Evangelium ist an den griechischen Mittelstand gerichtet, an die Kaufleute, Großgrundbesitzer und Handwerker. Luko Evangelij je usmerjen na gospodarstvenike, na obrtnike, trgovce, ja. Und da sagt Jesus, wenn ihr nicht sorgfältig umgeht mit dem ungerechten Reichtum, wie, oder mit dem, was euch gar nicht gehört, wie soll euch dann das eigene geschenkt werden? Also die Spiritualität hängt nach Lukas davon ab, dass ich sorgfältig mit den Dingen umgehe, die mir gar nicht gehören, sondern die mir nur anvertraut sind. Luko Evangelij pravi, da če ne znate ravnati z stvarmi, ki vam ne pripadajo, kako boste potem bili v svoji duhovnost. Und deswegen, mir geht es auch um spirituellen Umgang mit dem Geld. Meni gre tudi za duhovno ravnanje z denarjem. Das heißt einmal die innere Freiheit dem Geld gegenüber. Najprej notranja svoboda napram denarju. Das zweite das sorgfältige, achtsame Umgehen mit Geld. Drugič skrbno in pozorno ravnanje z denarjem. Drittens, Geld dient den Menschen und nicht mir, nicht meinem Reichtum. Tretjič, denar
ljudem? Ja, služi ljudem in ne meni. Und viertens, Spiritualität heißt auch kreativ umzugehen. In četrtič, kreativno ravnati. Se mi zdi, da v bistvu kriza tudi izhaja iz marketinštva, zdaj marketinštva, ker v bistvu se mi zdi, da zdaj za vas, ne, ko delate v enem samostanu, so sigurno izpostavljene vrednote, živa resnica, ne, živa resnica. Medtem, ko te naše podjetje, ne, se mi zdi, ga veliko krat zlorabijo neke vrednote. Ne. In mi zanima, kako so vi to živite, Leider ist Marketing oft von den wahren Produkten entfernt. Also manche machen nur Geschäfte, weil sie das gut verkaufen, aber nicht, weil die Dinge gut sind. Na žalost je marketing včasih oddaljen od realnosti, ker mislijo, da prodajajo stvari, prodajajo zato, da naredijo dobro, da dobro trgujejo. Der Heilige Benedikt verlangt von denen, die die Produkte des Klosters verkaufen, Demut, Humilitas, und das meint Erdkontakt zu haben. Sveti Benedikt zahteva od tistih, ki iz samostana prodajajo, ponižnost. Also bevor ich etwas produziere, muss ich spüren, dient es den Menschen. Preden nekaj proizvedem, moram začutiti, ali to služi človeku. Auch im Kloster, wir machen auch Marketing, wir verkaufen unsere Sachen, wir haben eine Homepage, wo wir darüber sprechen. Tudi v samostanu imamo marketing, prodajamo stvari. Aber es, wenn ich sage, Demut und es darf kein Betrug sein. Und manchmal ist Marketing ein Betrug. Es wird etwas vorgemacht, was nicht der Realität entspricht. Marketing je pogosto prevara, ne služi temu, kar ponudijo. Also, und Marketing darf nicht manipulierend sein. Marketing ne sme manipulirati. Sondern eigentlich ist Marketing die Aufgabe, den Menschen zu zeigen, was ihnen wirklich gut tut, was sie brauchen für ihr Leben. Marketing naj bi pokazal ljudem, kaj je za njih dobro, kaj pravzaprav potrebujejo v življenju. Heute ist leider so, dass Marketing ja nicht nur für Produkte verwendet wird, sondern auch für Personen. Danes je v svetu tudi tako, da se marketing ne uporablja samo za proizvode, ampak tudi za ljudi. Und das finde ich schon manchmal peinlich. Also manchmal bin ich im Fernsehen mit Menschen zusammen, wo ich das Gefühl habe, ich bin auf dem Markt der Eitelkeiten. Also jeder will seine Eitelkeit da verbreiten. To, bei dem vidim, to je nerodno. Včasih sem na televiziji in vidim, da se ti ljudje hočejo samo svoj napuh, svojo prodajati. Also Marketing muss immer verantwortlich sein. Marketing mora biti vedno odgovoren. Gut. Und vielleicht eine andere Erfahrung. Morda druga izkušnja, ali izkustvo. Zu mir kommen ja auch die Vertreter von Firmen, die etwas verkaufen wollen. K meni prihajajo tudi zastopniki podjetij, ki hočejo nekaj prodati. Und wenn mir ein Vertreter ein Loch im Bauch redet, kaufe ich ihm nichts ab. In če me hoče zastopnik prepričati,
potem mu nič ne kupim. Torej, če Elohim, to se pravi, da je njega sili nekako. Ja, to se ne da prevesti. Ne, to se da prevesti. Če ti prazen žakelj prodajam. Ich muss beim Vertreter immer den Menschen spüren. Ich weiß, der will seine Sachen verkaufen, das ist ein gutes Recht, aber ich muss den Menschen spüren. Wenn ich den Menschen spüre, eine Beziehung aufnehme, wenn ich Ehrlichkeit spüre, dann kann ich viel leichter abkaufen, als wenn das nur, nur Methode ist und nur voller Druck ist, seine Dinge zu verkaufen. Jaz moram pri zastopniku začutiti človeka, njegove dobre strani in ne to, da hoče samo svojo robo prodati. Še pa? Ja, boste prišli izpod balkona. Ja, tam ste. Vida, hajte sonne po tem balkonu. In ena vergangene antrote, glaube ich, sie gehört zu haben, dass das Geld soll zum Gott führen oder zum Gott zeigen, nicht aber zum Gott werden. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Können Sie uns das vielleicht etwas expliziter noch einmal sagen, ja, bitte? Ja. Ich würde nicht sagen, das Geld soll zu Gott führen, sondern meine Beziehung zu Gott soll mich zu einem anderen Umgang mit dem Geld führen. Ne želim reči, da naj denar vodi k Bogu, ampak denar naj vodi k nekemu drugemu ravnanju. Und meine Beziehung zu Gott soll mich innerlich frei machen, dass ich mit dem Geld den Menschen dienen kann. Moj odnos do Boga naj me notranje osvobodi, da lahko z denarjem služim ljudem. Ich merke in vielen Gesprächen, dass Geld auch in Familien, in Partnerschaften ein sehr heikles und subtiles Thema ist. V mnogih pogovorih začutim, da je denar tudi v družinah, v partnerstvu občutljiva stvar. Da weiß zum Beispiel die Frau nicht, wie der Mann mit dem Geld umgeht. Da recimo žena ne ve, kako mož ravna z denarjem. Sie weiß gar nicht, wie viel Geld die Familie hat. Niti ne ve, koliko denarja ima družina. Geld ist oft ein Mittel, mich zu isolieren, mich vom anderen zu isolieren. Ich lasse ihn nicht hineinschauen, wie mein Geld ist und wie ich mit Geld umgehe. Denar je dosti krat neka vrsta izolacija, drugemu ne dopustim, da ima vpogled v denar in kako jaz z njim ravnam. Und der Umgang mit Geld zeigt ganz viele Lebensmuster auf, zum Beispiel manche Menschen, die zu kurz gekommen sind, manche, die ständig das Gefühl haben, sie sind nichts wert, die versuchen mit Geld ihren Wert dann zu ersetzen. Mnogokrat je denar v rokah ljudi, oni hoče pokazati, koliko so vredni preko denarja, kaj denar za nje pomeni. Manchmal kann man über Sexualität leichter reden als über Geld. Včasih je lažje govoriti o seksualnosti kot pa o denarju. Weil Geld sofort emotional besetzt ist mit ganz vielen eigenen inneren Themen. Ker denar je često čustveno deluje nekako z notranjimi občutki. Jesus sagt ja, leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in das Himmelreich. Jesus pravi, lažje pride bogatin skozi šivankino uho, kakor v nebeško kraljestvo. Das heißt nicht, wer so zu viel Geld hat, der kommt nicht in den Himmel. To ne pomeni, da nekdo, ki ima toliko denarja, ne pride v nebesa. Sondern wer sich vom Geld bestimmt, der dem kann nicht Gott herrschen, weil das Geld in ihm herrscht. Temveč, da tisti, ki ga obvlada denar,
temu ne more Bog vladati, ampak ga denar vlada, ne? Eine Frau erzählte mir von ihrem Mann, der wirtschaftlich sehr erfolgreich ist. Neka žena mi je pripovedovala o možu, ki je zelo uspešen. Sie kann mit ihm nicht mehr vernünftig reden, nicht mehr über Gefühle reden, weil nur noch Geld das Thema ist. Da se z njim ne more več normalno pogovarjati, ne more se več pogovarjati o svojih čustvih, ker za njega še samo obstaja samo še denar. Da spürt man, Geld schneidet vom Herzen ab, trennt mich von meinem eigenen Herzen und das ist kein Leben mehr, das ist ein herzloses, kaltes Leben. V tem se vidi, da denar odreže srce in to ni več življenje iz srca, ampak je to hladno življenje. Če lahko to še malo, ta zadnji del je bil, ne slišim, bi tudi nekaj slišim. Ja, der Herr hat gefragt, ob Sie etwas über diese Diskrepanz zwischen den Armen und dem reichen Teil des Globus sagen können. Gut, der Unterschied besteht, das ist eine Realität. Razlika obstaja, je realnost. Die Frage ist, wie können die armen Länder entwickelt werden? Vprašanje je, kako lahko revne dežele, kako se lahko revne dežele razvijajo, oziroma kako jih lahko razvijemo. Die Erfahrung zeigt schon, dass indem die reichen Länder in armen Ländern produzieren lassen, haben beide etwas davon, die reichen und die armen. Pokaže se, da ko bogate dežele dovolijo v revnih nekaj proizvajati, da imajo takrat korist obojni, reveži in pa bogati. Weil eigentlich wird in armen Ländern eine Infrastruktur aufgebaut, sodass die langsam mehr verdienen können. Das erleben wir in vielen Ländern, zum Beispiel Tschechien, ja auch Rumänien sind alle schon zu teuer. Die haben ihren Standard erhöht. Na ta način se infrastruktura v teh revnih deželah razvija in da se lahko oni tudi razvijajo. Češka pa druge dežele so danes že tudi predrage oziroma dražje. Entscheidend ist, dass die reichen Länder die Armen nicht ausnützen. Odločilno je, da bogate dežele revne ne izkoriščajo. Sondern, dass sie langsam auch für diese Länder investieren und sie langsam entwickeln. Temveč, da počasi v te dežele tudi investirajo in da jih počasi tudi razvijajo, da same rastejo. Ich habe mit Jochen Zeitz auch darüber diskutiert, denn Puma lässt zum Beispiel in Honduras arbeiten. Da gibt es Die Löhne sind wesentlich billiger als in Deutschland. Jaz sem v podjetju Puma. Da, Puma producira tudi v Honduras. Ja, da proizvaja tudi v različnih deželah, ki so revne. Aber Puma zahlt Löhne, die 10% über dem normalen Durchschnitt sind und sie machen eine soziale Absicherung. Plača cene, ki so 10% nad... Cene plače. Plače, pardon, ja, plače, ja. 10% više, kot je povprečje v Honduras. Ja. Und indem ich zum Beispiel deutsche Standards von Gerechtigkeit, soziale Absicherung einführe,
helfe ich dem Land langsam auch gerechtere Strukturen und einen höheren Lohn zu zahlen. Ko uvajam vrednote, ki so v Nemčiji, počasi uvajam vrednote, ki so v Nemčiji, pomagam tem deželi tudi, da sama postopoma raste. To je pomembno, ne samo vrednote, ampak strukture. Strukture, socialne strukture, ki so recimo v Nemčiji, se postopoma uvajajo tudi v teh deželah in s tem na nek način tudi se socialni položaj tam izboljšuje. So pomembne strukture, ne samo vrednote. Und für mich ist ganz wichtig, wenn eine deutsche Firma ins Ausland investiert, dass sie nicht nur Waren ausführen, sondern sie muss Werte vermitteln. Nur wenn sie Werte vermittelt, hilft sie den Menschen und nicht, indem sie die nur auf das Geld schaut, auf das billige Geld, das wäre Ausbeutung. Če Nemčija investira v teh deželah, potem je važno, da izvaža v... Ne, to mi je posle. Da z tem, ko investira v tuje dežele, ja. Tudi prinaša določene vrednote, ki pa recimo v nemškem poslovnem svetu veljajo. To je pomembno, da tudi tam prenese. Ja. Ja, ok. Ja. Vprašanje iz publike. Ali poznate občestveno gospodarstvo, Marijino delo? Torej fokularne vegom v Južnji Ameriki. In kaj mislite o tem načinu občestvenega gospodarstva? Die Fokularen haben so eine eigene Art von Betrieb entwickelt. Gut, die Wirtschaft der Fokulare kenne ich nicht, sondern ich kenne die spirituelle Bewegung der Fokulare. Gospodarstvo Fokularino oziroma ne pozna, pozna pa njihovo duhovnost. Ich denke, die Fokularbewegung hat sehr gute Botschaften, weil sie den Menschen einmal hilft, auch vom Wort Gottes her zu leben. Mislim, da imajo dobra oznanila, ker pomagajo ljudem živeti iz vere. Und weil sie das Gemeinschaftsgefühl verstärkt, dass wir als Christen Gemeinschaft haben und gemeinsam uns tragen. In ker krepijo skupnost in nosijo to skupnost in jo širijo. Aber ob sie eigene Formen der Wirtschaft haben, das weiß ich nicht. Ne vem pa, ali imajo svoj način gospodarstva. Nekateri kristijani dajemo vse 10% Bogu na osnovi svetega pisma in doživljamo, da Bog zares blagoslavlja naše finance in vedno vrne v obilju. Kaj se vi mislite o 10% davku? To je zdaj mariborski škofij prav prišel. Gut, in Deutschland haben wir ein anderes System, da gibt es die Kirchensteuer, die ganz eindeutig vom Verdienst abhängig ist. Ja, in Nemčiji imamo čisto drugačno System, tu imamo crkveni davek. Das hat Vorteile, die Kirche kann mit so und so viel Geld rechnen. To ima prednosti, ker crkva lahko stolko in toliko denarja računa. Aber die Gefahr ist, dass die Kirche sich auch ausruht und träge wird. Na drugi strani pa nevarnost, da se crkva odpusti in postane počasna. Ich erlebe in Amerika, da geben die Leute freiwillig. V Ameriki dajo ljudje prostovoljno. Aber da wird in der Predigt zu oft über Geld geredet. To, da tam govorijo pri predigah prepogosto o denarju. Also man ist dann auch wieder abhängig vom Geld und es ist dann zu wichtig, man kann nicht mehr die Botschaft Jesu verkünden. In zopet smo odvisni, so odvisni od denarja in ni možno Božje oznanilo, Jezusovo oznanilo oznanjati. Also ich kann keine, es gibt keine ideale Lösung, wie die Kirche das Geld verdient, ob freiwillig oder
über klare Abgaben. Das muss jedes Land und jede Kirche für sich selber entwickeln. Ni idealne rešitve, kako naj cerkev ravna ali z prostovoljnimi prispevki ali z davki, to mora vsaka država za se odločiti. Für mich als Kloster ist es wichtig, dass wir aus eigener Hände Arbeit leben. Za me v samostanu je važno, da živimo od dela lastnih rok. Ich fühle mich nicht als Bettler, sondern ich will selber etwas erwirtschaften. Ne, počutim se kot berač, ampak hočem sam nekaj ustvariti. Še kaj vprašanje? Moram bolj jasen, sem poskušal, se upravičujem. Me zanima za velike družine v podjetju. Se mi zdi, da veliko se govori o brezposelnost trenutno in kako v bistvu, pač ne vem, ali vi kaj se soočate tudi z velikimi družinami, ker se mi zdi, da je večja obremenitev za delodajalca. Me zanima, kako to držite. Mein Vater hatte selber ein Familienunternehmen, meine zwei Brüder haben darin gearbeitet. Moj oče je imel sam družinsko podjetje in moja dva brata sta tam delala. Ach so. Entschuldigung. Ja. Ich denke, eine Firma ist heute nur gut, wenn sie für die ganze Familie ihre Angestellten Verantwortung übernimmt. Mislim, da je podjetje le takrat dobro, če prevzame odgovornost za družine svojih zaposlenih. In Deutschland überlegen die guten Firmen einmal, wie sie die Kindererziehung der jungen Mütter garantieren kann, dass sie selber Kinder Krippen bauen und vom Betrieb her unterhalten. V Nemčiji podjetja razmišljajo o tem, kako lahko vzdržujejo, kako lahko mladi matere pomagajo vzgajati otroke s tem, da ustvarijo jasli oziroma vrtec. Das zweite? V firmi, ja. Und das zweite ist, dass die Firma auch für die Altenbetreuung sorgt, weil sie spürt, viele Frauen können nicht mehr arbeiten, weil sie die alten Eltern pflegen müssen. Drugo je, da mnoga podjetja skrbijo tudi za to, da za skrbo starostnikov, ker ugotovijo, da mnoge žene ne morejo več delati, ker morajo doma za ostarele starše poskrbeti. Also eine Firma, die in Deutschland auf Zukunft setzt, muss heute sozial verantwortlich sein. Nur der geldliche Verdienst zählt nicht mehr. Es zählt das ganze soziale Umfeld der Firma. Podjetje, ki hoče v Nemčiji biti uspešno, mora misliti tudi na socialno skrb. Sam denar ne šteje. Und in Deutschland, wenn eine Firma Menschen entlassen muss, dann haben die Mitarbeiter, die Familie haben immer ein Privileg. Also die dürfen möglichst nicht entlassen werden, sondern am ersten müssen die entlassen werden, die reinstehen, die keine Familie haben. Če mora v Nemčiji neko podjetje odpustiti, potem imajo prednost v pozitivnem smislu tiste, ki imajo družine. In tisti pridejo zadnje na vrsto za odpuščanje. Das sind also durchaus christliche Ideale in die Gesetzgebung und in die betriebliche Struktur hineingewachsen. To so krščanski ideali, ki so zrasli v strukturo. Und das ist für mich auch ein Zeichen, dass wir Christen mitbauen müssen an sozialer Gerechtigkeit.
In to je zame tudi znamenje, da morajo kristijani sodelovati pri socialni pravičnosti. Še kaj? Zdaj pa imamo proti koncu. V bistvu za slovenske razmere vodite eno srednje veliko podjetje, obenem pa strašno dosti pišete, potujete, živite svoje duhovno življenje, življenje v skupnosti. Katera so tista, ne vem, tri, štiri vaša glavna vodila, ki vam omogočajo, da ste lahko uspešni in učinkoviti, recimo, menadžer? Gut, unsere Leitlinie ist einmal, dass wir uns als Kloster verstehen, in dem die Spiritualität an erster Stelle steht. Naša rdeča nit je, da razumemo samostan, v katerem je duhovnost na prvem mestu. Dass unser Arbeiten aus dieser spirituellen Quelle kommt, ora et labora benedicta, das sagt. To pride iz našega gesla, ora et labora, dela in voli. Das zweite ist, dass wir mit unserer Arbeit den Menschen dienen wollen und das Leben der Menschen bereichern wollen. Drugo je, da hočemo življenje ljudi obogatiti. Das dritte ist, dass ich in diesem ganzen Bereich ein Klima schaffe, in dem Menschen gerne arbeiten und in dem sie ihre eigenen Ideen einbringen können. Tretje je, da ustvarim klimo, v kateri ljudje radi delajo in ki lahko tudi svoje ideje, svojimi idejami, naše svoje ideje. Das heißt, dass ich nicht die Ziele vorgebe und die müssen alle erreichen. To pomeni, da ne dajem jaz ciljne točke, ki jih morajo vsi doseči. Sondern, dass wir miteinander sprechen, was ist für uns möglich, was ist uns wichtig, aber was können wir gemeinsam leisten. Temveč, da se pogovorimo, kaj je za nas bistveno, kaj lahko skupaj naredimo, ustvarimo. Und meine Erfahrung ist, wenn die Menschen Lust haben, Ideen zu entwickeln und Lust haben an ihrer Arbeit, dann gelingt auch etwas und dann ist das für die Zukunft, auch für die finanzielle Zukunft gut. Če imajo ljudje ideje in in sodelujejo, potem je to dobro za prihodnost, tudi za finančno denarno prihodnost. Natürlich gelingt das nicht in dem großen Bereich immer. Seveda to ne uspeva na velikem območju vedno. Wir haben viele kleine Betriebe. Imamo mnogo malih obratov. Und wenn da ein Betriebsleiter zum Beispiel vor allem kontrollieren will und nur auf die Zahlen schaut, erreicht das Gegenteil. In če hoče nek obratovodja samo nadzirati in ugotavljati številke, potem doseže ravno nasprotno. Dann lähmt er die Mitarbeiter. In hromi. Oh, ja, lähmen, ja. Hromi, sodelovati. Und sie arbeiten dann nur nach Vorschrift, aber sie sind nicht mehr kreativ und haben keine Lust mehr. Potem delajo samo po predpisih, in niso več kreativni in tudi nima več veselja do dela. Und wie gesagt, ganz wichtig, vor allen äußeren Zielen steht die spirituelle Verwandlung. In pred vsem ostalim, to je zelo važno, je duhovna sprememba, spreobrnenje. Geht von mir wirklich Frieden aus, Achtung aus, Wertschätzung. Ali izhaja iz mene resnično mir, spoštovanje, spoštovanje vrednote. Und da kann man noch so hohe Ideale haben, wenn ich einfach im menschlichen Umgang hart bin oder misstrauisch bin, dann nützen meine ganzen Ideale nicht, weil meine Ausstrahlung das Gegenteil bewirkt. Lahko imam še tako visoke ideale. Če v teh ne dosežem, če nimam. Ja, wenn
Hohe Ideale nützen nichts, wenn meine Ausstrahlung menschenverachtend ist. Aha. Visoki ideali nič ne pomagajo, če moja izžarevanje človeško ni mojega človeškega izžarevanja. Und von vielen Führungskräften geht eine emotionale Umweltverschmutzung aus. In iz mnogih vodilnih oseb izhaja emocionalno onesnaženje. Deswegen Spiritualität heißt für mich immer wieder meine Emotionen reinigen. Zato moram vedno znova očistiti svoje emocije. Und das kann ich nicht einmal, sondern führen ist ein spiritueller Prozess, eine spirituelle Herausforderung, die mich letztlich zu Gott führt, weil ich nur aus dieser Beziehung zu Gott her immer wieder die Kraft habe, Frieden zu stiften und nicht meinem Ärger nachzugeben, meiner Enttäuschung. To ni enkratno dejanje, ampak wiederholendes, ponavljajoče, wiederholendes. To je stalni proces, stik z Bogom. Liebe Pater Grün, ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich für alle Gedanken, die Sie mit uns geteilt haben, und ganz besonders für Ihren ansteckenden, realistischen Optimismus, den Sie ausstrahlen. Ich glaube, gerade dieser realistische Optimismus ist etwas, was wir in Slowenien in diesem Moment ganz dringend brauchen. Vielen Dank dafür. Thank you.